holen wir uns nochmal den da. Du und dahin. Das da, das da, das da. Das da, das da. Und das da. Und ich habe noch eins. Das heißt, ich habe jetzt für meinen Altar hier zwei Becken. Habe ich davon die? Jawohl, habe ich. Das heißt, ich brauche jetzt hier ein Becken. Und dann lassen wir mal drei frei und hier ein Becken. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann habe ich das da weg. Dann ist alles gut. Dann kommt der da zu dem da. Dich baue ich jetzt auch mal komplett ab. Auch du wirst das Dominante. Und lässt das Zeug leer saufen. So, dann heißt es jetzt, ich brauche davon nochmal zwei. Ich hoffe, dass ich den Block noch irgendwo finde. Den habe ich hier, sehr schön. Hätte ich gesagt, wir lassen auf jeden Fall mal zwei Platz, dann kommst du hier hin. Dann kommst du jetzt hier hin. Du kommst dahin. Und die Platte kommt oben drauf. Und dann haben wir unseren Altar auch wieder. Wir holen noch mehr Steinchen, der ist jetzt auch schon leer. So, habe ich noch genügend Brennmaterial da? Das ist jetzt die Special-Frage. 50 Stück, das wird glaube ich nicht ganz reichen, aber ist egal. So, das heißt, da kommt jetzt ein Spark hin, da kommt ein Spark hin. Dominant, dominant, dominant. So, da kommst du kommst dahin und du kommst dahin. Und schon werden die zwei Becken gefüllt. Und das ist halt meine Hauptquelle und mehr wird es auch nicht. Ich habe zuerst mal überlegt, ob ich noch mal welche mache. Nein. Weil, wie gesagt, ich kann die noch mal, glaube ich, insgesamt auf 5 auftürmen. Das ist eigentlich komplett ausreichend. So. Ich brauche auf jeden Fall von Britannia. Das ist jetzt nämlich wichtig. Ich brauche nämlich noch mal Runen. Ein Blindfisch die findet, weiß ich nicht. Das sind eigentlich Items, dann müssten die eigentlich auf der zweiten Seite sein und nicht auf der ersten. Aber ich glaube, es sind nur 3 oder 4. Wenn ich wüsste, wie sie heißt, hätte ich sie suchen. Komm schon, ich habe die doch die ganze Zeit jetzt in der Hand gehabt. Wenn man alles durchscannt, ist dann vielleicht doch vorne. Die sind blau. Weil ich das weiß. Ich suche gerade die Dinger für die Sparks. Falls gerade sich einer fragt, was sucht der Kerl überhaupt? Ich suche die Dinger für die Sparks. Da sind sie. Ich brauche einen Dominanten. Das heißt, ich brauche Rune of Fire. Habe ich da noch welche da? Die reichen mir nicht.
Aber vielleicht verbrauche ich sie nicht. Haha. Ich glaube es nur nicht. So, das heißt, ich brauche 3 Pixie. Nein, das reicht mir nicht. Ich brauche 4 Pixie. Und ich brauche 4 Mana Steel. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal eine Feuerrune. Das ist ja genau das, was ich vermutet habe. Nicht da. Ja, weil ich muss jetzt sozusagen jetzt hingehen und sagen, da kommt jetzt auch eine drauf. Und der wird halt dann auch, der muss halt auch dominant sein, ne? Nicht, dass der da halt wieder leer säuft. So, und dich tue ich mal schnell umsiedeln. Mach aus dir auch eine Dominante. Hoffe ich nur gerade, dass jetzt nicht das Becken komplett voll machen, dass das nicht leer wird. Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Heißt, wir gleiten das Becken jetzt ein. Ah, es soll ja wegen symmetrisch sein, das heißt auch hier zwei drüber. Das schaut doch ganz gut aus. Da haben wir hier auch schon unseren Bereich fertig. So, und dann haben wir jetzt dann hier hinten den Bereich. Da kommt jetzt dann das dahin. Dann haben wir hier den Bereich dafür. Und dann haben wir jetzt hier, wenn es dann hier unsere Tore entstehen. Und zwar, ich bin gerade beim Überlegen, mache ich das Ding jetzt aus oder lasse ich es die ganze Zeit an? Das Problem ist, ich habe hier noch keine Automation dastehen, dass der mir die ganze Zeit halt Mana produziert. Ich muss vor allem aber auch dann schauen, dass ich ein. Ich glaube, da kriege ich ein Redstone-Signal raus. Ne, dass sozusagen, sobald die Becken hier vorne voll sind, müssen die diesen Signal ausgeben, dass dann das Crate oder was auch immer. Nicht mehr droppen lässt. Weil sonst wäre es ja einfach nur Verschwendung von Material. Weil momentan habe ich noch nicht unendlich. Da wäre ich gern. So, also dann haben wir jetzt noch hier die Steine. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen es jetzt hier aber eigentlich genauso. Das Tor ist auf jeden Fall 2, 4, 5 breit, also 7. Dann hätte ich gesagt, ich möchte meinen. So, kommst du so hin. Dann habe ich diese leuchtenden Becken auf jeden Fall da. Das heißt, du kommst dann hier hin. Und hier hin. Dann kann ich dich abreißen und dich abreißen. Die Sparks kann ich abbauen. Und die Becken auch. So, da kommt jetzt dann da der Spark hin und da der Spark hin. Und einen Dominanten habe ich noch. Der kommt jetzt dann hier rein. Ich hoffe nur, ich bin mal gespannt, ob die so weit reichen. So, und da kommt hier jetzt der Dominante erstmal raus. Ah, ich habe mir das nämlich schon, ich habe mir das schon fast gedacht, dass der zu klein ist, weil er zu weit weg ist.
Aber dafür habe ich ja den noch. Dann könnte ich sogar, bis auf den da vorne, also ja, okay, den werde ich jetzt nicht so häufig brauchen zurzeit, bis ich mal die nächste Rune of Fire gemacht habe. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt Verluste haben. Oder ob das 1 zu 1 übertragen wird. Ja, das wird 1 zu 1 übertragen. Weil wir wollen dieses Becken leer kriegen, dass das Becken dann halt auch wegkommt. So. Eigentlich müsste ich jetzt. So, dann habe ich das jetzt so. Das sind jetzt. Die sind jetzt zwei weg. Dann machen wir dich jetzt einmal aber auch gleich so hin, dass das passt. Zwei weg. Mal. Okay. Dann kommst du dahin und kommst dahin. Dann muss ich jetzt den da sauber erstmal wegbringen. Dass wenn ich jetzt das da mache, dass die noch stehen bleiben. So, die sind jetzt 2, 4, 5 hoch. Lass mal es doch weg. Heißt, du kommst jetzt erstmal hier hin. Das ist jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann. Aua. Gleich nochmal Aua. So, passt. Haben wir das schon mal hier so weit drin. Und dann kommt das da auf jeden Fall so hin. Nein, das kommt nicht so hin. Und das Nähtertor machen wir gleich dran. Ja, das wird gleich komplett dran sein. Das heißt also, das da kommt hier hin. Und dann habe ich hier nochmal. Okay, den da kann ich dann auch so machen. So, da kommst jetzt du. In die Mitte rein. Da kommst jetzt du hier hin, hier hin, hier hin. Schauen wir mal, ob er wenigstens den Rainminer ein bisschen verwendet. Jawohl. Dahin. Und dann dürfte das umgezogen sein. So, dann habe ich ja jetzt den lassen wir jetzt erstmal drin. Dann machen wir dich jetzt auch noch mal dominant, dass mir das Becken hier leer wird. So, und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, welche schönen Steinchen ich dann dafür verwende als Hintergrund. Gibt vom Portal hier irgendwelche schönen Steine? Block of Mana Quarz. Ja, das steht schon cool ausschauen, aber das ist schon ganz schön übertrieben, hätte ich gesagt, ne? Weil, bis ich die Blöcke voll habe. Was haben wir denn dann hier? Metamorphoric Forest. Black Portuguese Pavement. Die werden gemacht mit Living Rod, mit dem Kabel, mit dem Gravel und mit der Kohle.
Event gemacht. Die werden gebannt. Und die werden so gemacht. Und die, ja, genau. Aha. Bitte komm raus und bist umsiegelt. Nein, nein. Ich sehe leider keine Rezepte. Das ist ein bisschen schade. Er sagt mir, ich kann sie brennen, aber dann sagt er mir, ich kann Kabels machen und dann sagt er mir, ich kann die da draus aus. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir die, weil die kann ich wenigstens bauen. Wir brauchen wie viele? 3, 4, 2, 4, 6, 7, 7 mal 4, 28 Stück. Und ich krieg raus 3, ne? Also brauchen wir die Dinger 10 mal. Das heißt, ich brauche 10 Living Rock. Dann brauche ich 10 mal. Dann kann ich das abbauen. Dann kann ich dich rausmachen. Und dann mache ich dich dominant. Soll erstmal dieses Becken leer werden. So, ich brauche auf jeden Fall. Ach, jetzt hüpfen schon 3 bunte Schafe rum. Ist doch schön. Wunderbar. Wir wollen bunte Schafe hüpfen sehen. So, ich brauche 10 Kohle. Ich brauche, was brauche ich noch? 10 Kohle. Ich brauche noch Kabel und ich brauche Gravel. So. Den Kohle. Den Gravel. Und den Kabel. Dann habe ich den da. Kann ich. Ah. Das schaut eigentlich cooler aus. Da brauche ich, oh, da brauche ich Slimes. Hey, nein. Ha! Das ist doch eine viel coolere Idee. Dann habe ich beides sozusagen damit erschlagen. So, davon machen wir jetzt mal 30. So, okay. Das habe ich. Was brauche ich noch für eine Rune of Fire? Genau. Ha! Wenn ich schon hier bin, kann ich das Zeug auch mitnehmen. Davon brauche ich einen. Kann ich mal eine letzte domestizierende Dingsbums da machen? Gedöns. Wo sind meine Runen? Da sind meine Runen. Ich brauche noch einmal Netherwarze. Netherwarzen sind. Gut versteckt. Ach da. Noch ein da. Netherwarze haben wir auch. Gunpowder nehme ich mir sicherheitshalber mit. Und den Rest müsste ich drüben haben. Okay. Dann habe ich das. Dann habe ich noch ein paar Stoneblöcke. Das wäre auch super.
Habe ich alles dabei? Nochmal nachdenken, Drake. Was wolltest du machen? Du wolltest das Tor zu bauen. Die Steine hast du gemacht. Von diesen lustigen Steinen müsste ich noch welche vorne haben. Ich will eine domestizierende Rune noch bauen. Das da. Oder Augment. Ich möchte. Noch ein bisschen Treibstoff mitnehmen. Ist das leer? Oh, großartig. Ich habe die ganzen super Solid Fuel. Also bis jetzt ist super. Gibt noch bessere. Verballert. Ja, aber lasse ich auch gleich laufen. Dieser kleine Umweg ist schneller, als wenn ich da irgendwo drüber hüpfe. Habe Obsidian vergessen, ich. Ich habe nichts gesagt. Okay, das heißt, ich muss jetzt für die da hier. Das ich brauche. Das ich brauche. Das ich brauche. Das ich brauche. Das. Sehr schön. Und ich brauche das. Nein, der ist schneller. Dann nehmen wir die Rune of Fire. Packen die hier rein. Und dann kommt hier meine. Dominante rein. Das ist leer. Weg. Dahin. So, dann wird es lustig. Aber falls das Becken noch nicht voll war, gleich ist es. Und dann kann man jetzt wieder diese Becken hier nämlich schön brav voll machen. Das Lustige ist, in diesem Mal läuft wieder der Spreeder über. Ich finde es total lustig. Ab und zu passiert das. Da kommt dann eine Pflanze nicht hinterher. Das kann mir auch keiner erklären. Ja, wieder wird nicht leer. Könnte man eigentlich mal schauen, mit einer Lanze zu arbeiten. Effizienz. Ich glaube, die Effizienz ist diejenige, die schneller ist. Das heißt, ich brauche Rune of Water und eine Mana Lens. Ja, nee, erstmal nicht. Wir wollten erst das da hinten fertig machen. So. Ja, schaut doch ganz witzig aus, dieser Block. Auch Schaden vermeiden. Okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes das da. Nein. Aber ich muss den ja doch das da. Dann kommt der noch dahin. Müsste jetzt eigentlich auch alles funktionieren. Gehen wir noch schnell Obsidian holen. Feuerzeug, glaube ich, habe ich einstecken. Jawohl.
Gehen wir mal den Weg. Hier hinten ist auch noch nicht alles aufgeräumt. Tja. Aber mein Umbau ist fast abgeschlossen. Felder, Botania ist jetzt gerade komplett schon umgezogen. Das ist schon mal super. Wie viel habe ich denn? Ich habe schon, was habe ich jetzt gesagt? Ich glaube, ich brauche 3 unten, 3 oben, 3 links, 3 rechts. Ich nehme mal lieber alle 14 mit. Sicher, sicher. Wie viel habe ich von denen noch da? 10. Na komm, dann nehme ich auch noch 8 mit. Okay, dann habe ich das, dann habe ich das. Momentan wird es noch mit Stein gemacht. Ja, das müsste passen alles. Bin mal gespannt, was ich wieder vergessen habe. Da kommt auf jeden Fall auch noch. Ah, die, ja, ich wollte noch. Ja, nee, das werde ich nicht mehr schaffen. Wir sind schon wieder bei fast 58 Minuten. Die drei. Denn wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat sich das mit 1,12 geändert, dass man dann nämlich die Maße beibehalten muss. Aha, jawohl. Richtig, noch im Kopf gehabt. So. Dann auch das da. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum das Tor hier hinten steht. Weil dieses nervige Geräusch, ne? Brauche ich nicht da vorne. So. Dann hätte ich gesagt, ja. Bevor ich irgendwas jetzt alles verliere, weil ich kenne mich. Wir mal ein bisschen Sachen aufräumen. Ne, den Pylon brauche ich gar nicht erst mehr einstecken. Den kann ich jetzt da lassen. So. Dann heißt es jetzt für mich, da kommt noch mal sowas hin. Dahin. Habe ich das eigentlich auch so gemacht oder nur? Nee. Dann wird es jetzt aber so gemacht. So, M. Werde ich dann auch nur bis hierhin machen. Ja, wir werden sehen. So, aber wir haben nämlich noch eine bei der ersten Quest, und zwar Basic Resources, Another offen. Da gehen wir mal jetzt hin. Ha, super. Ich bin jetzt natürlich, das ist natürlich, haben sie natürlich voll gemacht. Bin jetzt beim Sebo rausgekommen. Geh mal wieder zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt auch auf meiner Insel bin und nicht auf seiner. Sehr schön. Das ist supi. Ein Daumen hoch. Das haben sie natürlich nicht getrennt. Da muss ich mir, da müssen wir uns was einfallen lassen. Also, ja klar, wir sind tausend Blöcke voneinander entfernt, glaube ich. Da steht schon ein Schwein drin. Ich glaub's ja.
denn jetzt mein Schwert hin? Okay, tschüss. So, da kann ich gar nicht reinschmeißen. Machen wir gleich Leder draus. Sehr schön, sehr schön. Das heißt aber, da muss ich dann mal mich kurz nochmal drüber quatschen, wie man das dann aufbaut. Oder wie man es am besten trennen kann. Cool wäre es halt, wenn man halt, ja, was, wenn die halt getrennt wären, aber sind sie nicht. Passt, wackelt in der Luft. Da kommt dann der Weg. Hier hinter. Kann ich den vorne ziehen. Jawohl. Und dann habe ich dann da den Weg zum Einlaufen. Halt! Geht es gerade? Nein, du nicht. Ich brauche hier dann noch eine Tür. Ich komme dann hier hin. Ich habe nämlich... Ja, wobei. So. Komm, die 2 Minuten haben wir noch. Dann hätte ich jetzt gesagt, mache ich schnell noch diese Magma-Torch. Müsste ich, glaube ich, alles da haben. Wie gesagt, ich bin jetzt dann mal gespannt, nicht, dass er bei mir dann rauskommt. So. Torchmaster ist es auf jeden Fall. Ich brauche die Magma Torch. Das heißt, ich brauche 2 Blöcke of Gold. Ich brauche 2 Diamanten. Ich sagte, ich brauche 2 Diamanten. Ich brauche 2 Loks und 3 Fackeln. Gehen wir mal dahin. Zack. Und ich habe meine Megatorch. Und jetzt noch schnell den zweiten, was ich noch abschließen wollte. Dafür brauche ich entweder 5 Leder oder 5 Fluffy Fabric. Wie viel von dem Fluffy Zeug habe ich? Genügend. Davon brauche ich 6 Stück. Hab ich. Dann brauche ich 2 Sticks und noch irgendein von denen da. Komm, nehmen wir dich. Zack. Ja, genau. Was fehlt? Die Sticks. So, die haben auf jeden... Das Ding hat nämlich jetzt einen riesen Vorteil. Zack. Und ab jetzt kann mir nämlich die Torch am... was war es? Der Kuckuck, wo vorbeigehen. So, Torch. Nochmal, Torch. Dass man das nicht mehr sieht, finde ich total schön. Irgendwo werden sie rumfliegen. Auf jeden Fall, die sammeln sich jetzt da drin und man kann jetzt dann 1024 Fackeln da reinballern.
Und ich brauche einfach nur das Ding nehmen und zack, habe ich die Torch aufgestellt. Na, finde ich doch super. Genau. Okay, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit arbeiten in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.